bei mir ist heute ein Paket angekommen und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Es ist etwas, wofür mich wahrscheinlich viele haten werden, aber ich dachte mir, das Geld dafür auszugeben, ist wahrscheinlich eine super Entscheidung. Das Paket ist auch übrigens gefühlt größer als ich und ist aus Hongkong gekommen. Ich glaube, ich hole das mal ganz kurz. Hier ist das gute Stück. Und jetzt können wir anfangen. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute ein sehr spezielles Video und zwar ist es nämlich ein Unboxing. Gibt es auch eigentlich nie auf dem Kanal. Nee, Spaß, aber es ist ein sehr besonderes Unboxing, denn wir haben weder Kleidung noch Schuhe. Es ist was anderes. Und aufgrund dessen, dass ich persönlich extrem Bock darauf habe, dass man mich so ein bisschen hatet, ein bisschen frontet, dachte ich mir, ich packe das Ganze einfach hier in dem Video mit euch zusammen aus und wir bewerten das Ganze mal. Bevor wir das aber machen, noch ein kurzer Hinweis. Heute um 18 Uhr droppt die Escape Reality Kollektion von meiner Brand Sacralite. Es gibt 6 verschiedene Produkte, unter anderem dieser Zipper, 3 T-Shirts, ein Hoodie, eine Jeans. Ihr kennt das Ganze, lasst ansonsten noch einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst auch kein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Video. Viel Spaß und let's go! Wir starten mit einer ganz kurzen Storytime, weil das Paket hat wirklich einiges an sich. Denn am 11.04.2023 habe ich mir gedacht, komm, ich streame in meinen Geburtstag rein mit der Community, weil ich am 12.04. Geburtstag habe. War ein sehr cooler Stream, wir haben sehr viel über Interior geredet, also wie ich meine Wohnung einrichte, was ich für meine Wohnung noch möchte, etc. Und irgendwann habe ich dann gedroppt, ey, ich will schon richtig lange so ein 1000% Bearbrick in meiner Wohnung stehen haben. Ich finde, das ist ein cooler Akzent, gibt der Wohnung auch so ein bisschen Charakter, dadurch wirkt das Ganze auch nicht so steril und es ist Geschmackssache, aber ich finde es sehr geil. Es gibt ja 100% Bearbricks, die sind ungefähr so groß. 400% Bearbricks, die sind ungefähr so groß. Und aber auch eben 1000% Bearbricks, die glaube ich 73 cm hoch sind. Und genau so einen möchte ich schon richtig lange für meine Wohnung haben. Nur ich habe es halt nie gemacht, weil die unnormal teuer sind. Aber wir haben dann im Stream trotzdem aus Spaß so ein bisschen geschaut, was gibt es alles, war jetzt auch nicht ernst gemeint. Wir haben einfach geschaut, welche Bearbricks es so alles gibt und was die kosten. Und dann plötzlich, es war Liebe auf den ersten Blick, sah ich das. Warum sind die denn so teuer? Digga, das ist eine fucking Plastikfigur. Warum sind die denn so teuer, Digga? Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lightning McQueen. Digga, das ist eine 10. Ich brauch den. Es war Lightning McQueen als Bearbrick. Ich kann mir keinen cooleren Bearbrick vorstellen. Cars für mich persönlich auch der beste Kinderfilm, den es je gab. Da muss ich gar nicht überreden. Das Ding war nur, der Kollege hat, glaube ich, 1200, 1300 Euro gekostet. Und der Preis kam für mich auf keinen Fall in Frage. Aber ihr kennt mich ja. Schnäppchenjäger. Das Internet wurde ein bisschen durchsucht und ich habe dann bei Soulbox den guten Kollegen für, ich glaube, 630 Euro gefunden. Bei Soulbox war 800. Aber der war doch bei Soulbox. Jungs, ich bin gerade ein bisschen dazu in Verlegung, mir hier gerade selber ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Aber die Dinger, ob man es glaubt oder nicht, sind tatsächlich auch sehr wertstabil. Also ich werde den wahrscheinlich immer wieder für dasselbe so ungefähr wieder verkaufen können. Vielleicht ein bisschen Minus, aber ich werde jetzt nie krassen Verlust daran machen. Und wir haben dann im Stream gesagt, komm, ich schenke mir den selber als Geburtstagsgeschenk. Ich hatte halt, wie gesagt, an dem Abend Geburtstag und ich dachte mir, komm, eigenes Geburtstagsgeschenk eintüten. Hab den bestellt und ich war irgendwie voll glücklich auch. Ich kann ja jetzt einfach mal ganz kurz raushauen, was ich eben so gemacht habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe mir eben für 632 Euro was bei Soulbox gekauft. Happy Birthday to myself. Nur dieses Gefühl hat nicht wirklich lange angehalten, denn ja, meine Bestellung wurde, glaube ich, 4-mal storniert. Also ich habe den bestellt, wurde storniert. Wieder bestellt, storniert. Wieder bestellt, storniert. Und das Ganze halt 4-mal. Ich habe auch keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Ich habe mehrere Zahlungsmethoden ausprobiert. Ich gehe mal davon aus, es war einfach ein Fehler und der war gar nicht mehr auf Lager und deswegen wurde er immer wieder storniert. Dann dachte ich mir, komm, soll einfach nicht sein. Ich habe versucht, ihn aus dem Kopf zu bekommen. Nur ich glaube, ihr kennt das alle. Man hat was im Kopf und Digga, das geht nicht aus dem Kopf raus, bis man es hat. Dann habe ich bei StockX ein Gebot abgegeben auf den Bearbrick von 550 Euro, was im Verhältnis eigentlich relativ billig war. Das Gebot wurde dann aber 4 Tage später angenommen und ich glaube 7 Tage später sitzen wir jetzt hier und er ist da. Also Fazit, ich habe jetzt 550 Euro für den Bearbrick gezahlt. Er kostet normalerweise Retail, ich glaube 1200, 1300. Im Verhältnis also ein relativ guter Preis, aber ich weiß, es ist trotzdem Geldverschwendung, viel zu viel Geld, vor allem für so ein Spielzeug. Müsst ihr mir nichts erzählen. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug gelabert. Ihr wollt alle den Bearbrick sehen, ich will ihn auch sehen und deswegen packen wir ihn jetzt aus. Oh, hier ist das gute Stück. Es passt auch gar nicht alles auf... Ah, jetzt. So, hier seht ihr den Karton. So groß ist der. 5,35 Kilo wiegt das Ganze. Und ihr könnt sehen, Bearbrick, Lightning McQueen, 1000%. Mein Name ist auch drauf, Medicom Toy. Und kaputt ist es auch noch. Super. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn am besten auspacken sollte, dass ihr auch alles seht. Naja, ich mache einfach. Ich hoffe, ich packe hier auch gerade die richtige Seite aus, nicht, dass er gleich über Kopf steht. Und ich habe es natürlich falsch rum ausgepackt. Nice. Hier ist nämlich der Boden.
des Kartons. Naja, ich versuche das mal jetzt irgendwie rauszu... Oh, na, das wird nix. Digga. Eine Ewigkeit später. Aha. Wir haben es geschafft. Karton ist leer. Ich brauche eine Pause. Okay, wir haben es ausgepackt. Hier ist der Karton, der muss aber nochmal aus dieser Folie hier rausgenommen werden. Und jetzt haben wir ihn. Ihr könnt ihn sehen. So sieht das gute Stück aus. Hier auf der Seite haben wir den richtigen McQueen in voller Pracht. Hier ist die Rückseite des Bear Bricks. Und hier haben wir nochmal McQueen. Und ja, das ist der Karton. Also ich glaube, ihr könnt erkennen, wie groß die Figur gleich wird, ne? Also das ist so ungefähr diese Größe. Machen das hier mal auf. So. Der ist echt gut verpackt. Hier nochmal alles in so Styropor. Das müssen wir jetzt auch einmal rausheben. Geht aber auf jeden Fall einfacher. Und hier ist er. Karton ist leer, kann also auch erstmal zur Seite. Und wenn wir die obere Hälfte abnehmen, dann haben wir ihn hier. Nochmal. Digga, wie oft ist die Kacke denn eingepackt? Ich hebe ihn mal ganz vorsichtig heraus. Kann ich den eigentlich auch so... Krass, ich kann ihn auf meinen Schoß setzen, na super. Fernen wir auch mal alles. Oh, da ist er, da ist er. Digga, ist so krass. Alles einmal abnehmen. Und so sieht der gute Bray aus. Wir haben hier einen 1000% Lightning McQueen Bear Brick in der Optik von Lightning McQueen. Ich glaube, jeder, der schon mal Cars geguckt hat, und das müsste eigentlich jeder sein, wird hier alles erkennen. Wir haben die Zahl von McQueen, wir haben die legendären Scheinwerfer, das klassische Rot, die Sponsoren. Und auch hinten hier mit Rusties nochmal. Die Reifen hier als Ohren. Man kann hier die Arme und auch die Beine bewegen. Ah ne, den Oberkörper kann man auch bewegen. Also ich kann ihn auch jetzt falsch rum hinstellen. Der ist auch ganz schön schwer. Also man denkt es nicht, aber der wiegt einiges. Ich sehe gerade, wir haben hier auch noch an der Seite einen Auspuff. Auf beiden Seiten. Und das hier wäre mein neuer Hausbewohner. Der kommt jetzt irgendwo schön in meinen Flur, in die Ecke oder ins Wohnzimmer. Ich weiß noch nicht ganz. Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich kann jetzt schlecht irgendwie wie sonst ein Fit-Video einblenden oder euch irgendwas zur Qualität sagen. Ich hole jetzt nochmal ganz kurz zum Vergleichen 400% Bearbrick. Dann könnt ihr mal so die Größe vergleichen. Also das hier sind 1000% und das hier sind 400%. Das ist ungefähr so der Größenvergleich. Also ich meine, der ist 73 cm hoch, hatte ich so gelesen. Das wäre es mit dem Video gewesen. Lasst mich sehr, sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Schreibt gerne rein, ob ihr es scheiße findet, ob ihr es cool findet. Ich glaube, da gibt es eigentlich auch nur zwei Meinungen. Die einen feiern es, die anderen denken sich, Bro, hat der irgendwie einen Schaden oder so. Ich verstehe beide Meinungen, weil beide Meinungen machen Sinn. Ich bin sehr happy, ich feiere es. Ich freue mich, den Kollegen in meine Wohnung zu stellen. Und viel mehr gibt's auch eigentlich nichts zu sagen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt wie gesagt einen Kommentar, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da und checkt sehr gerne heute um 18 Uhr den Release ab. Viel mehr gibt's nichts zu sagen. Wir sehen uns, haut rein, genießt den restlichen Sonntag. Tschüss!